Grüß Gott, möchte ich mal sagen. Freut mich, dass ihr euch einmal interessiert für unseren Verein. Unser Verein heißt Immviertler Hofschützen. Das Gebäude heißt Immviertler Schützenhof. Uns gibt es jetzt seit 25 Jahren. Gegründet haben wir einen Schützenhof, meine Frau und ich. Wir haben jetzt in etwa 250 Mitglieder. Zum Beispiel Jäger, Sportschützen, Damenrunde, die Zollwache und alle, die halt schießen wollen oder was zum Schießen haben. Und jetzt nehme ich euch mit zu unseren Schießständen und stelle euch die vor. Der Schützenhof, das Vereinslokal sozusagen von den Immviertler Hofschützen, verfügt über 10 25 Meter Stände, voll isoliert und indoor. Das heißt, die Anrainer bekommen nichts mit von der Lautstärke beim Schießen. Wir haben zwei Seiten. Die eine Seite ist die Präzisionsseite, die andere Seite ist sozusagen Spielplatz für alle Groß- und Kleinkaliberwaffen. Dazu gehören Kurzwaffen, also Revolver und Pistolen und natürlich auch Langwaffen inklusive Schrot. Hier im Keller vom Schützenhof stehen den Schützen zweimal 100 Meter Stände unterirdisch in Röhren zur Verfügung. Die sind natürlich auch absolut schalldicht isoliert. Darüber hinaus verfügt die Anlage über eine moderne Videotechnologie zur Anzeige von Schusstreffern sowie eine perfekte Entlüftung und sehr gute Beleuchtung. Und der Vorteil von diesem unterirdischen Schießkanal hier ist natürlich, dass keine physikalischen Kräfte wie Wind, Wetter auf den Schützen bzw. auf die Waffe und den Schuss einwirken. In unseren Reihen gibt es auch sehr erfolgreiche Schützen, die bei internationalen Bewerben teilgenommen haben, zum Beispiel Australien, Weltmeisterschaft und weitere erfolgreiche Bewerbe im europäischen Umland, Polen, Tschechien, Deutschland, Österreich und auch vereinsinterne Bewerbe. Bei uns schießen ja nicht nur die Leute aus der Umgebung, sondern es gibt internationale Gäste, wie zum Beispiel Scheich aus Dubai, dann der österreichische junge österreichische Hochadel war da gesamt, dann haben wir einen chinesischen Arzt da gehabt, dann waren Leute aus Südafrika da, dann haben wir auch natürlich die Offizierstaffel und viele, viele mehr. Grundsätzlich ist jeder beim Schützenverein willkommen. Es gibt in Wirklichkeit auch kein Alterslimit. Muss allerdings darauf achten, dass die Mitglieder oder die Mitglieder werden wollen, entsprechend sorgsam umgehen mit den Waffen, dass nicht der Lauf auf einmal irgendwo auf einen Menschen zeigt. Und eine Waffe ist grundsätzlich als geladen zu betrachten. Einen Dienstag haben wir Vereinsabend, da haben wir ein Grünmannschens oder zumindest ein Lagerfeuer machen, wie man sieht. Und warum machen wir das schon 25 Jahre? Weil es sich bewährt hat. Hat mich gefreut, dass ich euch einen Schützenhof und einen Schützensport ein wenig näher bringen kann, weil es ist doch eine sehr interessante Hobby. Schützenheil!